Hallo und herzlich willkommen bei der D-Schule. Der 1. August ist in der Schweiz der Nationalfeiertag. Es gibt einige interessante Fakten und Traditionen rund um diesen Tag. Der 1. August erinnert an den Rütli-Schwur 1291, als die drei Urkantone Uri, Schwyz und Unterwalden gemeinsam ein Bündnis schlossen. In der ganzen Schweiz finden am 1. August viele Feierlichkeiten statt. Darunter Feuerwerke, Fackelumzüge, Reden und Musikdarbietungen. Viele Gemeinden organisieren auch Volksfeste und Grillfeste. An diesem Tag sind Schweizer traditionelle Gerichte wie Raclette, Fondue, Servelas und Bratwürste nicht wegzudenken. Es ist auch üblich, einen Grillabend oder ein Picknick mit Familie und Freunden zu veranstalten. Schweizer Fahnen, Lampions schmücken Häuser, Straßen und Plätze. Die Farben Rot-Weiß dominieren auch heute das Bild, auch nach der Fußball-Europameisterschaft. Am 1. August sind in großen Städten wie Zürich, Basel oder Genf die Feuerwerkshows sehr beeindruckend, die viele Zuschauer anziehen. Eine zentrale, traditionelle Feier findet auch jedes Jahr am 1. August auf der Rütliwiese am Vierwaldstättersee statt. Diese erinnert an den Bundesbrief von 1291. Hier hält der Schweizer Bundesratspräsident traditionell eine Rede. Dieses Jahr ist es unsere Bundesratspräsidentin Frau Viola Amherd. Der 1. August ist ein Tag voller Patriotismus und Gemeinschaft, an dem die Schweizer zusammenstehen, ihre Kultur, Geschichte und Identität feiern. Somit wünsche ich euch einen schönen 1. August, hoffentlich ein langes Wochenende und entspannt euch. Tschüss!